Medienkonferenz nach dem Spiel FC Zürich gegen FC Luzern. Wir begrüßen die beiden Trainer, Sami Hüppi und Markus Babbel. Gratulieren Markus Babbel zum Sieg und bitten ihn gleich zum Statement nach den vergangenen 90 Minuten. Ja, erstmal danke. Ja, wir haben 10 Minuten, eine Viertelstunde gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Wobei es war uns klar, dass Zürich mit dem Selbstvertrauen, das sie jetzt in den letzten Wochen tanken konnten, dass sie aggressiv sein werden, draufgehen werden, dass wir da nicht unser Spiel so aufziehen können, wie wir es normalerweise machen. Aber dann so nach einer Viertelstunde haben wir, ich denke, das Spiel ganz gut in den Griff bekommen, haben Ball und Gegner gut laufen lassen, haben ja doch auch in der ersten Halbzeit schon die ein oder andere große Möglichkeit uns erarbeiten können, wo wir nicht nutzen konnten. In der zweiten Halbzeit sind wir sofort da gewesen, haben gleich nach der Halbzeit das 1:0 erzielen können. Und dann kann ich, der einzigste Vorwurf, wo ich dann meiner Mannschaft machen kann, ist, dass wir dann nicht das zweite nachgelegt haben. Es waren dann doch noch zwei, drei großartige Möglichkeiten da, wo wir hätten etwas mehr Ruhe reinbekommen können in unser Spiel. Aber so war es natürlich bis zum Schluss spannend. Und dann hatten wir ganz kurz vor Schluss noch das Quäntchen Glück auf unserer Seite, wo zum einen Dave super den Ball noch blocken kann, so dass Claudio noch rankommt und ihn von der Linie kratzen kann. Da hatten wir dann das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war es ein verdienter Sieg. Danke. Danke, Markus Babbel. Sami Hüppi, wie fällt dein Fazit nach diesem Spiel aus? Ja, heute haben wir nicht zu unserem Niveau gekommen. Sind wir nicht in unser Niveau gekommen. Und ja, das, dann wird es schwierig. Und defensiv und offensiv war ich nicht zufrieden über Leistung heute. Und ja, wir können uns nur selbst schuldig machen. Das. Natürlich, Luzern hat sehr, sehr, sehr gut verteidigt, finde ich. Und wir hatten kein Mittel gefunden, um richtig gefährlich zu sein. Endphase. Ja, wir hatten ein paar Möglichkeiten, um 1-1 zu kommen, aber das war nicht unser Tag und vielleicht nicht so gute Vorbereitung für Dienstag, dass wir spielen wieder hier und aber das ist sicher, dass wir nicht in Komfortzone sein dann, wenn die nächste Spiel dann wieder kommt und Gratulation zu Markus, seine Mannschaft hat heute gut gemacht, wie gesagt, ein paar Chancen hatten sie auch, um die zweite zu machen und wir waren glücklich, dass die nicht reingegangen sind und ein bisschen mit ein bisschen Glück Endphase könnten wir die 1-1 machen, aber heute war es nicht so. Danke, Sami. Das waren die Statements der beiden Cheftrainer. Jetzt Ihre Fragen bitte. Michel Wettstein vom Blick. Jetzt habe ich eine Frage. Brecher hat beim 2:2 in Basel nicht gut ausgesehen, heute auch nicht. Ist es möglich, dass du im Derby Favre wieder eine Möglichkeit gibst? Ja, ich soll noch ein Spiel gucken und alles analysieren, was heute passiert ist. Und dann gucken wir Dienstag wieder, wer dann im Tor steht und auf dem Platz steht. Ist auch einverstanden, wenn ich sage, Sanchez hat extrem gefehlt? Leo war ein sehr, sehr wichtiger Spieler für uns jetzt in dieser Rückrunde. Und natürlich ist es für uns schlecht, dass er verletzt ist, aber das ist dann, dass die anderen Spieler müssen mehr Verantwortung nehmen und diesen Ruhe und diesen Führungsqualitäten auf den Platz bringen. Und heute haben wir es nicht geschafft. Noch eine Frage an Markus. Du warst die ganze Woche krank. Nach diesem Sieg bist du wieder ganz gesund. Es hilft zumindest. Ja, ja, aber geht es dir wieder besser? Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ja. Und natürlich tut ein Sieg da tut unheimlich gut. Kein Thema. Und Gott sei Dank hat die Mannschaft nicht so gespielt, wie ich mich die Woche gefühlt habe. Ja. Gibt es noch weitere Fragen?
keine mehr. Dann beten wir in diese Medienkonferenz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wir sehen uns am Dienstag hier zum Heimspiel gegen GC.